Hallo liebe Freunde, endlich geht es wieder los. Wir sind unterwegs, ich und die Sondelfrau. Endlich wieder sondeln. Es ist ja jetzt schon, mein Gott, wie lange ist es her? 15. Januar hatte ich meinen letzten Sondelgang. Ich bin schon ganz ausgehungert. Hier haben wir ein Feld, einen Acker, der noch nicht bestellt ist. Und denselbigen werde ich besondeln. Ihr seid wieder mit dabei, ich freue mich sehr darüber. Schauen wir mal, ob wir wieder mal den Boden etwas entlocken können, ob wir schöne Funde machen oder auch nicht. Das ist ja doch auch immer eine Sache, die glücksabhängig ist. Ich bin guter Dinge, wir sind guter Dinge. Und ihr seid dabei, wie gesagt, und ich hoffe, dass ihr mir Glück bringt. Schauen wir mal. Das Wetter ist fantastisch heute. Wir haben 15 Grad strahlenden Sonnenschein. Also die besten Voraussetzungen überhaupt, um wieder unterwegs zu sein. Das Frühjahr steht an. Ab nächster Woche soll es wieder schlechter werden. Kälter und Regen. Deswegen werde ich diese Woche ausnützen. Ja, und sondeln, dass die Schwarte kracht. So, der erste Fund hier übrigens mit dem neuen Pinpointer, mit dem Makropointer. Dann wollen wir mal gucken, um was es sich handelt. Hier muss es drin stecken. Und der erste Fund ist wie so oft Aluminium Trash. In diesem Fall Trash Müllabfall. Ein würdiger, normaler Einstieg in das Sondelleben. Nun gut. Hier der erste halbwegs vernünftige Fund. Eine Musketenkugel, welche allerdings schon etwas getroffen hat. Etwas deformiert, aber immerhin. Ein alter Nagel. Ein Dosendeckel mit Pull-Off-Ring. Ein Stück Blech. Stück Aluminium Trash vom Allerfeinsten. Und ein alter Nagel. Wieder ein Nagel. Na, schauen wir mal. Was haben wir hier? Nix. Da sitzt es drin. Vielleicht eine Münze. Oh, das sieht gut aus. Aber schauen wir mal. Mit Glück sogar eine silberne. Nein, eine Münze. Nein, es ist keine Münze. Es ist ein runder, eine runde Scheibe. Ja, aus Aluminium wahrscheinlich. Mit einem K drauf. Oh, ich kann es schon sehen. Etwas Rundes.
Ein Knopf oder eine Münze eventuell. Eine Münze wäre ja toll, weil dieser Acker hier, der gibt leider gar nicht arg viel her. Aha. Ja, es ist eine Münze, aber leider glaube ich eine Zinkmünze. Das heißt schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Man kann kaum was erkennen. Aber immerhin, Münze ist Münze. Und hier schon wieder etwas Rundes, Flaches, könnte eine Münze sein. Aber ist ein Knopf, sogar beschriftet. Stuttgart kann ich lesen. Na egal, Knopf bleibt Knopf. Ein Splint, ein Stück Draht, tja, und wieder mal ein Nagel, ein Rohr, ein Stück Rohr aus Kupfer. Und Flugzeuge fliegen hier auch mit irgendwelchen Botschaften. Die ich leider gerade nicht entziffern kann. Aber das ist natürlich auch eine nette Art, Werbung zu machen. Vielleicht schicke ich mal ein Flugzeug los für den Sondel-Andi und für die Sondelfrau. Das wäre doch auch mal eine nette Idee. Oh, da vorne sitzt die Sondelfrau. Sie macht eine Pause. Muss man ja auch mal machen. Pfeift sich irgendwas Leckeres rein und liest dazu ein Buch. Ja, Freunde, und hier glaube ich zumindest, habe ich wieder eine Münze gefunden. Juhu! So muss es sein, so macht es Spaß. Die Ausbeute, wie gesagt, ist ja nicht riesig hier, aber schaut. Da ist sie, da steckt sie drin. Dann wollen wir mal schauen, um was es sich handelt. Die scheint auch noch sehr schön erhalten zu sein. Da haben wir sie. Wow! Eine Mark, womöglich sogar Silber. Das wäre es ja. Eine Mark. Man kann es sehen. Deutsches Reich. Wow. Und noch super gut erhalten. Ich glaube, Silber, mal schauen. Den Adler kann man prima sehen. Klasse, Mann. That's it. So muss es sein. Sehr schön erhalten. Die mache ich sauber und zeige es euch gleich im Anschluss. Boah, hat sich der Tag doch schon wieder gelohnt. Aber hallo. Eine Mark, Deutsches Reich. Juhu! Ah, glaube ich, sehe schon da irgendwas Rundes.
Aha. Vermutlich ein Knopf. Jawohl. Ein kleiner Knopf. Und die Öse ist noch intakt. Sehr schön. Ja, liebe Freunde, warm ist es geworden. Ich muss mir die Ärmel hochkrempeln. Es war ein eigentlich erfolgreicher erster Sonntag dieses Jahr. Das heißt, es ist ja eigentlich der zweite schon dieses Jahr. Aber das letzte Mal war ich am 15. Januar unterwegs. Und dazwischen war das Wetter, war mir einfach zu kalt. Wie gesagt, ich habe es euch ja schon erzählt, ich bin halt ein Weichei. Egal. Heute habe ich, glaube ich, Silber gefunden. Nachher mache ich meine Funde sauber und zeige sie euch wieder, stelle das Video zusammen. Spaß hat es gemacht, großen Spaß hat es gemacht. Nach so langer Zeit. Diese Woche soll das Wetter ja noch so bleiben. Das heißt für mich unterwegs, unterwegs, unterwegs. Ihr werdet wieder dabei sein, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, denn ich mache es ja nicht nur für mich allein. Ob die Sonnenfrau mitkommt, kann ich gerade nicht sagen. Auf alle Fälle würde ich mich freuen, wenn ihr mir treu bleibt. Ja, und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sonnleit.